Hallo und herzlich willkommen zum großen Preis von Österreich in unserer dritten Formel 1-Saison in F1 2021. Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch im Mercedes. Wir versuchen immer noch irgendwie die Red Bull vom Thron zu stoßen. Aber es wird immer schwieriger. Wir haben jetzt 18 Runden vor uns bei Regen. Unsere Einstellungen, die können wir jetzt gleich nochmal überprüfen, ob wir die ändern können, weil es regnet. Eventuell geht da ja was. Ich glaube aber nicht. Falls wir es nicht ändern können, fahren wir mit sehr, sehr wenig Flügel hier in Spielberg. Entscheidung habe ich deshalb getroffen, weil es beim Regenrennen kein DRS geben wird. Das heißt, wir versuchen damit so ein bisschen einen Aerodynamikvorteil zu bekommen auf den schnellen Geraden. Werden aber, und das ist der Trade-off, Probleme haben in den Kurven. Schauen wir mal, ob sich das rechnet. Qualifying war nicht so geil. Da wurden wir nur Neunter, während unser Teamkollege auf Platz 3 ist. Schwierig. Aber lol, was soll's? Legen wir los. Willkommen in den wunderschönen Bergen der Steiermark zu einem weiteren Kapitel in der Geschichte des Großen Preises von Österreich. Die Strecke hier in Spielberg ist relativ kurz, insgesamt 10 Kurven, 7 rechts und 3 links und eine Gesamtlänge von 4,18 Kilometer. Wir können uns heute sicherlich auf den einen oder anderen neben der Ideallinie einstellen, denn unter diesen Bedingungen ist besonders die letzte Kurve extrem tricky. Da muss wirklich alles passen. Zeit für den Grand Prix und erneut an meiner Seite ist Stefan Römer mit seiner eigenen Perspektive. Reden wir über den Falken. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Erstmal runde Switch zocken wie immer. Prios. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und Sergio Perez steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Schwartzmann, Leclerc, Lando Norris und Sainz, Ricardo, Vettel, der Falke und Esteban Ocon, Gasly, Tsunoda, Jack Aitken und Russell, Hamilton, Zhou, Mick Schumacher und Lance Stroll. Giovinazzi und Nikita Mazepin. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Ich weiß, dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für dich, aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Danke, Jeff. Sprit nehmen wir ein bisschen weniger mit. Ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht. Aha, okay, wir könnten hier tatsächlich noch Sachen ändern, wenn wir wollten. Machen wir jetzt aber nicht. Interessant aber. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Regen eher weniger Sprit eine gute Idee ist. So, es lohnt sich eigentlich nicht, in die Box zu gehen. 15 Sekunden langsamer wäre das mit einem Boxenstopp. Daher machen wir es nicht. Und so wie es aussieht von der Session-Vorhersage, wird es jetzt eher leicht regnen, gegen Ende aber stärker. Wir fahren trotzdem auf Intermediates. Sollte passen. Okay, bin gespannt, was das für ein Rennen wird. Österreich ohne DRS könnte interessant werden. Schauen wir mal. Let's go. Viel Spaß beim Rennen wünsche ich euch und mir natürlich auch. Und let's go. Jawohl. Start war schon mal ordentlich. Wir kommen gut weg, können uns gleich mal. Oh je, können gar nichts machen. Wir können gar nichts machen und dotzen da sogar mit Ricardo zusammen. Hoffe jetzt sehr, dass wir keinen Flügelschaden davon getragen haben. Und der Grip fehlt auf jeden Fall. P9 aktuell nach der ersten Kurve. So, und jetzt ist das Interessante. Wie früh muss man bremsen beim Regen? Das weiß ich natürlich nicht. Gelbe Flagge, okay. Wir haben einen Platz gut gemacht. An Vettel sind wir vorbei. An den beiden McLaren leider nicht. Und ich muss jetzt halt die komplette Strecke neu lernen, was die Bremspunkte angeht.
Das haben wir im Training alles so wunderbar gemacht. Oh. Aber jetzt im Regen ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Vettel schlüpft wieder durch. Hinter uns jetzt Tsunoda. Dem wir uns hoffentlich nicht zu sehr befassen müssen. Verstappen, schnellste Runde, das heißt, er ist Erster. So, und ich kann nur hoffen, dass unser Teamkollege ordentlich Druck macht auf die Red Bull. Oh, das Bremsen ist echt ein Problem. Wir müssen jetzt erstmal die Bremspunkte finden. Kostet natürlich irre Zeit jetzt. Also bislang geht unsere Strategie nicht auf, das muss man sagen. Gerade in der Kurve haben wir unfassbar wenig Grip. Verstappen noch mal schneller. Ich werde besser. Kommen näher ran an Vettel. Das ist schon mal gut. Natürlich ist Vettel jetzt nicht unbedingt der Gegner, mit dem wir uns hier im Rennen eigentlich battlen wollen. Aber hey, immerhin. Fällt es jetzt auch nicht so super weit auseinander. Also die McLaren haben nicht so super viel Vorsprung auf Vettel. Es scheint noch alles recht dicht beieinander zu sein. Ich vermute mal, die Red Bull, die fahren natürlich in ihren eigenen Sphären. Ich sehe es nicht so ganz. Also wir haben zwei McLaren, davor die beiden Ferrari und davor ist auch ein Fahrer. Das könnte sogar schon Schwarzmann sein, wenn ich mich nicht täusche. Achter Vettel, dann siebter, sechster, fünfter, vierter, dann ist dritter wahrscheinlich Schwarzmann und hält hier die Gruppe quasi auf, während die Red Bull vorne davon eilen. My fault. Needless to say. Wetterbericht nach wird der Regen in der nächsten Viertelstunde oder mehr stärker werden. Ich denke trotzdem, es wird keiner auf Reds wechseln. Dafür sind die Rennen einfach zu kurz. Ich würde ja auch mal längere Rennen fahren. Das Problem ist nur, dass in dem großen Teil der Fälle das nichts am Rennverlauf ändert. Also es wird dadurch nicht unbedingt interessanter. Sondern es wird halt vor allen Dingen länger. Ja. Und wenn du dann dasselbe Gameplay halt nur doppelt so lang hast, weiß ich nicht, dass jetzt so der Mehrwert ist, wenn die Folge dann doppelt so lang ist und eigentlich nichts Interessanteres passiert als ohnehin schon, dann sehe ich da nicht ganz den Sinn dahinter. Und ich hatte einen violetten ersten Sektor, das ist nicht schlecht. Das heißt, schnellste Zeit im ersten Sektor überhaupt. Also auch schneller als Verstappen gewesen.
zahlt sich die Flügeleinstellung vielleicht doch noch aus. Jetzt, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Grip haben auf den Intermediates, kommt die Performance, die wir brauchen. Schauen wir mal. Meine persönliche Bestzeit im zweiten Sektor ist auch okay. Hier allerdings wieder ein Apex dich getroffen, damit wird der dritte Sektor wahrscheinlich nicht so gut. Und Vettel verliert jetzt auch so ein bisschen den Kontakt zu dem McLaren, das ist auch nicht so geil. Ja, wir haben jetzt keinen ERS, das ist doof. Gut. Junge. Ja, aber aus den Kurven raus beschleunigen haben wir definitiv Defizite. Und das ist natürlich blöd, weil so können wir nicht überholen, wenn wir da immer wieder Zeit liegen lassen. Ja, jetzt haben wir wieder Zeit verloren. Ungut. So soll das hier eigentlich nicht laufen, ne? Ja, jetzt fehlt auch hier wieder die Batterieleistung. Schade. Au. Holy moly, ey. Eieiei. Verstappen nochmal mit einer schnellsten Rennrunde. Stark natürlich. Muss man so anerkennen. Der macht das gut da vorne. So, diesmal haben wir Battery. Kommen aber wirklich trotzdem nicht näher an Vettel ran. Jetzt haben wir mal die Chance, müssen jetzt besser rauskommen aus der Kurve, das schaffen wir nicht. Jetzt aber. Oh, ganz, ganz schwierig, die Kurve fast nicht mehr bekommen. Aber wir sind vorbei an Sebastian Vettel, sehr gut. Haben jetzt aber leider ein Riesenloch zu den beiden McLaren und das wird schwer, das zu stopfen. Beziehungsweise zum... sind gar nicht beide McLaren, sondern ein McLaren, ein Ferrari. Zum Konkurrenten erstmal. Das ist der nächste Gegner, den wir versuchen aufzuholen. Aber es wird schwer, weil über 2 Sekunden, das ist schon ein Brett. Aber let's try it. Vielleicht kämpft er gleich ein bisschen gegen Sainz. Könnte sein, er kommt nämlich näher und näher. Und wenn die fighten, verlieren sie Zeit. Das könnte gut für uns sein. Aber jetzt treffen wir erstmal wieder einen Apex nicht.
Weil das ist offenbar mein liebstes Hobby an diesem Rennwochenende. Hälfte des Rennens ist geschafft. Und wir haben bis jetzt einen Platz gut gemacht. Sind auf Rang 8. So sind wir vieles. Aber kein Herausforderer für Max Verstappen im Red Bull. Der vorne einsam und alleine seine Runden dreht. Und eine Bestzeit nach der anderen schrubbt hier auf den Asphalt von Österreich. Gefühl, wir kommen ein bisschen näher an Ricardo und Sainz. Meins ist ja auch alles keine Rocket Science, ne? Hilfe! Schade. Okay, du hast eine Position verloren. Bleib am Ball. Ah, das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Ich habe die KI auch im Training, im Qualifying wieder nicht runtergestellt, ich weiß. Im Nachhinein auch wieder eingefallen. Leider etwas zu spät. Ärgerlich. Statusreport. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Nein. Statusreport. Du bist auf P9, Position 9. Vettel vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit Alpen Intermediates. Tsunoda liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 5,2 Sekunden. Sie fahren mit Alpen Intermediates. Der Abstand zum Führenden beträgt 17,2 Sekunden. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Also muss ich sagen, es gibt ja viele Leute, die DRS und im Prinzip die ganze moderne Formel 1 so ein bisschen verteufeln und sagen, früher war alles besser. Ne, zu Schumis Zeiten noch. Also Michael, nicht Mick. Aber man muss ja mal sagen, das hier gerade ist ja quasi klassische Formel 1. Wir haben kein DRS, ne? Wir müssen halt mit Skill versuchen vorbeizukommen, was halt auch mal darin resultieren kann, dass man einfach rundenlang und im schlimmsten Fall ein ganzes Rennen lang hinter einem und demselben Auto hinterherfährt, ne? Also weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ich meine, diese ganze Sache mit dem DRS und so wurde ja auch aus einem Grund eingeführt. Weiß ich nicht. Na klar, früher gab es noch die Sachen mit dem geringer Tankfüllung, viel Tank oder was weiß ich was. Ja, und dem Nachtanken. Das gab's, das war ein Ding. Oh, 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 oh. Natürlich nicht neben der Strecke überholen, aber jetzt sind wir nicht mehr neben der Strecke. Allerdings jetzt Außenbahn in der Hairpin. Auto vor dir beträgt 3,8 Sekunden. All the time you have to leave a space. Und wir haben den Space geleaved und sind Achter. Sehr gut. 3,9 Sekunden Abstand auf Daniel Ricciardo.
Und das noch bei ca. 5 Runden zu fahren, das ist halt nicht mehr aufzuholen, würde ich sagen. Mein Let's Try, aber wir werden sehen. Wieder violetter erster Sektor. Das können wir ganz gut, offenbar. Obwohl ich habe das Gefühl, die erste Kurve nehme ich nie gut. Trotzdem ist es immer schnell. Also vielleicht ist es sogar ganz gut, da links über diese Hüppe zu holpern. Und natürlich. Die Kurve ist echt gerade bei Regen ein Problem, ey. Bei trockenen Verhältnissen ja eigentlich nie, komme ich ja immer ganz gut durch. Trotzdem noch persönliche Bestzeit im zweiten Sektor, das ist auch überraschend. Trotz Ausflug aufs Gras, weird. Klar, Verstappen fährt seine eigene Liga, das habe ich jetzt schon verstanden. Aber trotzdem weird. Viele Runden sind es nicht mehr, also ich denke mal, es wird P8. Wir behalten im Auge, wie viel Wasser auf der Strecke steht. Wir glauben, dass die Intermediates derzeit noch am besten geeignet sind. Gut. Ja, es würde jetzt keiner mehr in die Box gehen. Das würde sich nicht lohnen. Wo würden wir jetzt rauskommen? 15? Nee. No, 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 no. Das holt man jetzt ja auch nicht mehr auf. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob die Reds jetzt unbedingt schneller sind als die Inters. Weißt du, dass Ricardo und Sainz schneller sind als ich? Und das ist nicht gut. Sekunden, ey. Zieh mal auch mal eine Verwarnung. Hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Ja, aber es ist zu viel Abstand. Das hätten wir vorhin vielleicht noch aufholen können. Wenn ich diesen Fahrfehler hier in der Kurve nicht gemacht hätte, die mir viel abverlangt, meine Güte. Schon das vierte Mal oder so, dass wir hier aufs Gras kommen. Also das ist definitiv nicht mein Rennen. Brauchen wir nicht drüber reden. Belastend. Ja, ich bin schon lange nicht... Wird schon länger nicht mehr F1 gefahren, ja, aber Österreich sollte auch eigentlich trotzdem drin sein. Vielleicht haben wir uns wirklich verzockt mit der Flügelstrategie. Halte ich für nicht ausgeschlossen. Also wir kommen jedenfalls nicht mehr näher ran an Sainz und Ricardo. Das Thema ist wohl durch. Vorletzte Runde jetzt auch, also schauen wir, dass wir auf Platz 8 ins Ziel kommen. Mehr war hier nicht drin. Zumindest nicht so, wie ich gefahren bin. Vielleicht mit der perfekten Fahrweise, Platz 7, Platz 6, möglich, ja. Vielleicht mit anderer Flügeleinstellung, wer weiß. Also mehr Flügel hätte definitiv nicht geschadet, glaube ich. Aber hey, nicht so entschieden.
Und wir haben es riskiert, wir haben es versucht. Wir haben versucht, dadurch einen großen Vorteil zu bekommen. Der ist leider ausgeblieben und das. Aber dass Max Verstappen jetzt die ganze Zeit schnellste Rennrunden fährt, obwohl seine Inters ja genauso kaputt sein müssen mittlerweile wie unsere, das ist halt auch nicht realistisch, ne? Irgendwie. Also, sehe ich nicht. Woher soll er diese Power nehmen auf einmal? Aber okay. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Sei es, wie es sei. Letzte Runde. Genießen wir es. Schauen wir, dass wir hier das Auto auf Platz 8 reinkriegen. Optimal ist es nicht. Eventuell verlieren wir sogar einen WM-Platz an Leclerc oder sind kurz davor jedenfalls. Das müssen wir dann gleich uns anschauen. Ich glaube nicht, dass wir den Platz verlieren, aber es könnte eng werden. Tja. Es ist natürlich auch einfach nicht günstig, wenn du im Trockenen trainierst, das Qualifying im Trockenen fährst und dann ein Regenrennen kommt. Das ist halt einfach doof, ne? Weil du wirst halt komplett ins kalte Wasser geschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Musst im Rennen dann schauen, okay, wo sind jetzt die Anbremspunkte und verlierst dadurch halt schon viel Zeit. Das hat jetzt in dem Fall wirklich nicht das Rennen entschieden, dahinter möchte ich mich gar nicht verstecken. Aber klar haben wir dann so die ersten 2-3 Runden ein bisschen gestruggelt. Ja. P8 am Ende, was soll ich sagen? P8. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Also wieder ein fantastischer Sieg für Red Bull. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch zufrieden sein, denn er macht weiter bodengut an der Spitze der Rangliste. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorne. Nein, machen Sie nicht. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, vielen Dank. Also, Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Österreich. Es bleibt leider langweilig. Da kann ich leider nichts dran ändern. Zweiter wird Perez, dritter immerhin Robert Schwarzmann. Ein Mercedes performt immer, der andere fällt ein bisschen hinten runter. Ich weiß auch nicht, was das ist. Auf Rang 4 Leclerc, vor Norris, dann Sainz und Ricciardo. Und wir landen nur auf Rang 8. Das ist natürlich kein gutes Resultat. Vettel auf 9, Tsunoda wird 10. gefolgt von Ocon, Gasly, Aitken und Hamilton. Russell auf 15, Schumacher auf 16, dann Su Guan Yu, Stroll, Giovinazzi und Mazepin. In der WM damit weiter Max Verstappen vorne, 50 Punkte vor seinem Teamkollegen. Wir sind auf Rang 3 mit 120 Punkten, Charles Leclerc noch deutlich hinter uns, aber der Vorsprung schmilzt so langsam, denn sowohl Leclerc als auch Norris als auch Sainz konnten Punkte gut machen. Schwarzmann ebenfalls und auch Danny Ricciardo konnte diesmal einiges an Zählern auf uns gut machen. Das ist nicht optimal. Vettel auf Rang 9, dann Ocon, Gasly, Tsunoda, Russell, Hamilton mit 2 Punkten. Ja, und dann punktlose Aitken, Su, Giovinazzi, Stroll, Schumacher und Mazepins.
In der KWM, weiter Red Bull vorne, das ist komplett, das Ding ist durch, würde ich sagen. Da passiert nichts mehr. Mercedes aktuell auf Rang 2, den Platz müssen wir halten, vor Ferrari und McLaren. Aber es wird auch nochmal eng, denn die schicken sich an, hier richtig, richtig stark zu werden. Und damit gehen wir rein in die Highlights. Es gab nicht so viele, das ganze Rennen war aus unserer Sicht zumindest nur geprägt vom Duell Vettel gegen Vettel. Das haben wir am Ende dann für uns entschieden. Leider gab es hier und da einen Fahrfehler von mir, was natürlich verhindert hat, dass wir nochmal an Ricciardo oder an Sainz rankommen konnten. Insofern, ja, alles nicht so optimal gelaufen an diesem Rennwochenende, aus meiner Sicht jedenfalls. Das muss man so sagen. Hier die Divebomb, da waren wir kurzzeitig mal vorbei an Daniel Ricciardo, kamen dann aber nicht so gut raus aus der Kurve und konnten es dann nicht mehr bewerkstelligen, am Australier vorbeizukommen für das komplette Rennen. So, ich glaube, hier haben wir schon das erste Mal die Kurve nicht richtig bekommen. So ist es, da ist Vettel durchgeschlüpft und gegen den mussten wir dann so ein bisschen fighten. Ja, wie gesagt, alles nicht optimal, alles nicht so geil. Und mit mehr Flügel wäre auch mehr drin gewesen, glaube ich. Aber hey, hinterher ist man da immer schlauer, wa? Hier also unser Duell gegen den Alpine von Sebastian Vettel. Zumindest, ich glaube, Phase 1 von diesem Duell. Und da haben wir es auch ganz gut hinbekommen, den Deutschen, den Heppenheimer, glaube ich, ne, zu überholen. Ja, und dann gab es leider hier und da Probleme meinerseits. Wir haben uns verbremst, mein Freund. Und dadurch mussten wir wieder auf Vettel aufholen. Wir sind jetzt hier schon 3 Runden später. Und man sieht, hier waren wir nah dran. Vettel konnten dann auch letzten Endes überholen, glaube ich. Außenrum war das ja. In der Haarnadel, oder? Na, war eine Runde später vielleicht. Kann auch sein. Ja, aber im Endeffekt, mehr war nicht drin. Gegen Vettel konnten wir fighten. Haben damit also Platz 8 geholt. Und sowohl die McLaren als auch die Ferrari waren deutlich stärker als ich. Immerhin Robert Schwarzmann war immerhin gut. War besser als die beiden Teams und Fahrer der beiden Mannschaften. Insofern, das war okay. Aus unserer Sicht war es ein echt schwaches Wochenende. Brauchen wir nicht drüber reden. Das war enttäuschend. Noch dazu Heimrennen. Noch dazu die Strecke, die mir so gut liegen sollte. Das ist ein toller Tag. Weit weg von einem tollen Tag. Und deshalb sage ich dir gar nichts, Mädel. Tja. Trotzdem danke. Denk mal über deine Fragen nach. So. Ja, Rivalität. Immerhin nichts verloren gegen Daniel Ricciardo. Aufgrund der schnellen Rennrunde, glaube ich. Aber gut, das Ding, da haben wir ja einen ganz guten Vorsprung. Also da sollte nichts mehr schief gehen. Aber trotzdem ist das ärgerlich. Österreich, wie gesagt, eigentlich eine der Strecken, wo wir punkten müssen, weil wir da echte Chancen haben. Das ist nicht unbedingt bei jedem Rennwochenende so. Insofern, blöde Sache. So. Wie sieht es F&E-mäßig aus? Unsere Entwicklung ist immer noch im Gange. Das ist die Entwicklung der anderen Fahrer, also tatsächlich, oder der anderen Teams. Tatsächlich hat im Vergleich Frankreich-Österreich kein Team mehr irgendwie eine Verbesserung an den Start gebracht. Das heißt, auch McLaren und Ferrari waren eigentlich schwächer als wir, rein von der Leistung. Hat man jetzt, finde ich, nicht wirklich gemerkt. Also das ist schon krass. Die haben uns schon ganz schön zugesetzt. So, ich will jetzt nochmal gucken. Haben wir noch irgendwelche Sachen zu verbessern? Wir könnten in der Aerodynamikabteilung was verbessern. Was ist das? Das ist ein großes Update. Frontantrieb. Eine überarbeitete Form der dritten Flügelklappen sorgt für bessere Spaltbreiten, wodurch die Luftströmung und damit auch der Antrieb weiter verbessert werden. Aha. Wir könnten es noch vor Großbritannien fertig kriegen. Allerdings mit Risiko. Behalte ich mal im Hinterkopf. Das klingt eigentlich ganz gut sogar. Dann haben wir hier noch Heckflügel Haupttragefläche. Auch das könnten wir noch vor Großbritannien verbessern. Auch das wäre besser. Mehr Abtrieb ohne zusätzlichen Luftwiderstand.
Klingt gut. Mehr Abtrieb. Wäre für Großbritannien auch tatsächlich sinnvoll. Chassis könnte man auch groß machen. Bremsen bietet zusätzliche Stabilität, stärkeren Bremsdruck auszuhalten. Boah, weiß ich jetzt nicht. Überzeugt mich nicht restlos. Mit dem Bremsdruck hatten wir jetzt bislang noch nie Probleme. Dann hätten wir hier noch was für den Antrieb. Das ist eigentlich zu teuer leider. Ultimativ, okay. Wäre die Überlegung, ob wir da vielleicht noch ein bisschen warten, aber dann könnte es zu spät sein. Und ganz ehrlich, Strapazierfähigkeit, da haben wir schon drüber geredet, ist für mich keine Prio. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich einen der beiden Aerodynamikteile machen. Dann machen wir einfach mal den hier. Der ist erstens günstiger, zweitens hat er auch mehr Discount, nämlich 2%. Und drittens, Heckantrieb klingt für mich sinnvoll. Wir versuchen das schnelle. Ich hoffe, dass es damit klappt, dass es noch vor dem Großbritannien Grand Prix, also vor dem nächsten Rennen, fertig wird. Toi, toi, toi. 34% Fehlschlagrate ist natürlich schon... Das hat geklappt, ne? Die neuen Teile wurden yes. Ohne Probleme fertiggestellt. Beim Glück gehabt. Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Die Wahrscheinlichkeit war auf unserer Seite. Nice. Abgeschlossen. 962 Punkte Hammer. Können jetzt aber natürlich nichts mehr machen, weil es viel zu teuer ist hier. Nee, wir können gar nichts mehr machen jetzt aktuell. Alles klar. Ja gut, aber dann haben wir getan, was wir konnten. Simulieren weiter zum großen Preis von Großbritannien zu dem großen Preis von Silverstone. Und ich überlege, ob das wieder eine Strecke sein wird, wo ich ein bisschen die KI drossel. Denn in der Vergangenheit war ich dort komplett unterlegen. Klar könnte man jetzt sagen, ja, get good, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es gar nicht unbedingt was mit get good zu tun hat, sondern auch, weil ich da so gut gefahren bin, wie ich kann, war das immer problematisch. Problematisch ist auch, dass Österreich jetzt tatsächlich unsere zweitschwächste Saisonleistung war. Nur in China waren wir noch weiter hinten und auch das waren Regenrennen, erinnere ich mich. Sogar in Spanien und Monte Carlo waren wir weiter vorne als hier in Österreich. Boah, das tut weh. Das tut wirklich weh, weil Österreich, wir brauchen ja nur mal in die Vergangenheit gucken, haben wir letzte Saison gewonnen und sogar im Williams sind wir da in die Punkte gekommen. Zwar nur auf Platz 10, aber ey, das ist jetzt nicht so viel besser gewesen, was wir dieses Mal in einem deutlich besseren Auto geschafft haben. Also, das ist bitter. Das ist auf jeden Fall bitter. Ja, jetzt kommen zwei Strecken, die mir nicht so liegen. Wie gesagt, Großbritannien und Ungarn. Beides Strecken, wo ich gefühlt nie wirklich eine Schnitte hatte. Insofern werde ich mir mal überlegen, ob wir nicht einfach zur nächsten Strecke ein bisschen die KI drosseln. Schaue ich mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen nach einem ernüchternden Rennwochenende. Ich weiß nicht. Runde 10 haben wir jetzt geschafft, ne, von der WM. Das war jetzt Runde 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Runde 10. Wie viel Abstand haben wir? Ey, wir haben so viel Abstand. Wir haben über 100 Punkte Rückstand auf Verstappen. Eigentlich würde ich sagen, ganz ehrlich, eigentlich würde ich sagen, die WM ist gelaufen für uns. Sage ich ganz ehrlich. Wir waren bis jetzt nur in einem einzigen Rennen vor Verstappen im Ziel, oder? Ja. Wir haben es bis jetzt nur in Kanada geschafft, vor Verstappen ins Ziel zu kommen. Ansonsten waren wir immer hinter Max Verstappen. Boah. Und da weiß ich halt ehrlich gesagt nicht, wie wir Weltmeister werden sollen. Noch dazu die Strecken, die jetzt kommen. Also ich sag mal so, Großbritannien und Ungarn werden ganz, ganz kritische Punkte. Wenn wir da mithalten können, dann ist vielleicht noch was möglich. Ja, also wenn wir da ihnen auch Punkte abnehmen, dann bin ich natürlich wieder hyped. Ja, aber das sind nicht die Strecken, die mir liegen. Wenn es da allerdings seinen üblichen Gang geht, und wir können ja mal schauen, was der übliche Gang so ist. Letzte Saison bin ich da 14. und 11. geworden. Nicht so mega geil. Und diese Saison davor bin ich 20. und 10. geworden. Also es war sogar ganz okay. Da haben wir einen Punkt mitgenommen im Williams. Ich erinnere mich noch, das war ein sehr faires Rennen von mir. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was möglich ist. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann nehmen wir Großbritannien in Angriff. Macht's gut und ciao.